Hallo und willkommen zurück bei Rayman 3 Hoodlum Havoc. Ich habe einiges an Aufwand auf mich genommen, um zu versuchen, euch dieses Mal besseren Ingame-Sound zu präsentieren. Es tut mir leid, dass es das letzte Mal immer wieder übersteuerte. Ich bin mir nicht sicher, woran es liegt, ob es im Spiel selber übersteuert oder ob es mein Aufnahmeprogramm war. Wenn es das Aufnahmeprogramm ist, dann ist dieses Problem jetzt gelöst. Wenn es im Spiel ist, kann ich nicht wirklich viel dagegen tun. Aber wir werden jetzt einfach mal weitergehen im Land der wandelnden Seelen. Ich finde es immer noch so toll, wie der Arzt es gesagt hat. Land der wandelnden Seelen. Der hat das so großartig gesagt. Bina hat mir auch tatsächlich gesagt, was es für ein Akzent war, den der Arzt hatte, aber ich habe es tatsächlich wieder vergessen. Ich bin so schlecht in Akzenten, es ist nicht nur so, dass ich zu ignorant bin, zu wissen, was es für ein Akzent ist, sondern ich kann es mir tatsächlich nicht merken. Das ist eigentlich ganz furchtbar. Und es ist furchtbar, dass ich es hier nicht geschafft habe, diesen Punkt noch zu holen. Sonst hätten wir noch einen schönen Bonus bekommen. Also das werden wir gleich nochmal versuchen. Und dann werden wir auch den kleinen Kleinling da befreien, der da oben noch hängt. Den haben wir ja am Ende der letzten Episode auch noch gesehen. Wo ist denn der? Den erwischen wir wahrscheinlich nur von da oben. Ja genau, wunderbar. Da ist er. Oh, und wir haben gleich wieder Gesundheit erhöht. Das ist ja super. Ich muss los. Meinen Enkel erschrecken. Das ist gemein. Warum würdest du deinen Enkel erschrecken? Warum ist das etwas, was du unbedingt tun willst? Na, verdammter Käse, dann hätten wir vielleicht erst jetzt die Punkte einsammeln sollen. Na gut, das ist jetzt eine Sache, die habe ich vergessen, aber ist nicht so dramatisch, Mann. Scheiß mal jetzt ein bisschen auf die Effizienz. Was hier immer diese Stacheln sollen in dem Durchgang hier, weiß ich nicht so ganz. Ich glaube, die sehen wir nie wieder. Bin ich mir relativ sicher, dass wir nie wieder mit diesen Stacheln zu tun haben. Das war auch im allerersten Level, da gab es das auch auf diesem Pilz drauf. Auf dem ersten, glaube ich, wo wir zum ersten Mal die Fähigkeit benutzt haben. Es war relativ überflüssig. Es tut mir jetzt leid, dass ich die Schildkröte da getroffen habe, dass sie so weggeflogen ist. Normalerweise sollen die wegfliegen, wenn man sie tritt. Hoppala, ich kann sie aufheben, das wusste ich gar nicht. Gut, wir machen das mal ganz behutsam. So, wir werden mal die Schildkröten nicht weiter ärgern, sondern sie einfach mal in Ruhe lassen. Und da hören wir schon wieder so ein... Oh. Mann, armer Globox, André ist aber echt skrupellos. Der lässt ihm auch keine Minute Ruhe. Wir müssen jetzt erstmal hier gucken, was wir abschießen sollen. Da oben, genau. Wir müssen den Kleinling befreien, der da übertrieben schwach Hilfe ruft. Sehr, sehr schwach. Der hat echt keine Kraft mehr. Ich muss los. Meine Nase pudern. Du hast kein Recht, mich gegen meinen Willen festzuhalten. Ich habe Recht, ich will mit meinem Anwalt sprechen. Ja. Eigentlich hat er schon recht, ich habe recht, ich will mit meinem Anwalt sprechen. Du hast kein Recht, mich gegen meinen Willen festzuhalten. Das ist übertrieben genial. Hey, Licht, ich werde mal nachsehen. Nein, reifliche Überlegung, bleib ich besser hier. Ja, wäre vielleicht besser, André. Du solltest nicht dem Licht am Ende des Tunnels folgen, weil dann landest du wahrscheinlich nicht oben, sondern am Arsch. Großartig. Das hat sehr gut funktioniert. Wir konnten den Gegner einfach mit der Pflaume abwerfen. War also gar nicht nötig, jetzt noch irgendwie wegzulaufen oder so. Wir konnten ihn einfach so treffen. Das hat erstaunlich gut funktioniert. Cool. Ich finde es nach wie vor cool. Aber das Land der wandelnden Seelen ist auch tatsächlich eine sehr schöne Welt. Die gefällt mir sehr gut. Die ist bunt und hell und trotzdem gefährlich. Und von den Kämpfen erstmals relativ anspruchsvoll. Hier sind tatsächlich einige Kämpfe, wo man sich schon ein bisschen mehr Mühe geben muss, weil sie ernsthaft recht knifflig sind. Und das hier war eigentlich nur schwer, weil es recht eng war. Ich höre ihn Hilferuf, aber irgendwie sehe ich ihn nicht. Aber der ist nicht hier draußen. Der ist bestimmt auf der anderen Seite des Tunnels hier. Ich glaube nicht, dass der hier ist. Ein Fass! Oh? Armer Globox, Mann. Und da ist auch gleich wieder ein Bonusraum, den wir natürlich nicht übersehen. Und da können wir jetzt richtig... Na, also... Das akzeptiere ich jetzt nicht so. Da können wir jetzt richtig dick Punkte sammeln. Und wir lernen ja gleich ein neues Gameplay-Element kennen. Das ist natürlich auch immer schön. Davon gibt es nämlich tatsächlich in Rayman 3 noch ein Gameplay-Element mehr. Ja, woran ich jetzt denke, ist ansonsten nur noch ein Gegner. Das ist jetzt nicht wirklich ein Gameplay-Element, was jetzt noch ein weiteres Element wäre, aber das ist nicht
so entscheidend. Darauf kommen wir aber auch gleich zu sprechen. Also es gibt mehr Gegner und noch weitere Gameplay-Elemente. Und das ist natürlich ziemlich super. Und die haben wir ein 1500er Combo. Großartig. Ich war jetzt nicht schnell genug, um alle zu holen, aber was soll's. Muss man noch nie sein. So von wegen Effizienz und so und scheiß mal drauf. Ne? Kennen wir ja alle. Okay, gut, dann war's das hier. Sieht übrigens ein bisschen merkwürdig aus, wie da die ganzen Kleinlinge in diesen Klötzern drin sind. Museum? Glasklötze, die könnten noch eingefroren sein. Und so starr gefroren vor Schock und Wahnsinn. Das wäre natürlich weniger angenehm. Da haben wir einen Hoodlum. Der schießt zwar hier andere Schüsse, aber es ist auch im Prinzip nur ein Schuss und der hält auch nur drei Schläge aus. Da ist es eben ein bisschen weggeglitscht. Aber der ist nicht gefährlicher als die anderen. Absolut nicht, der kann genau das gleiche. Da kommt der nächste Runde. Ich wollte mich schon fragen, wann der runterkommt. Komm her, lass uns kämpfen da. Ich finde es auch ziemlich cool, wie Glowbox rumwankt, weil er besoffen ist und dementsprechend den Schüssen meistens durch Zufall ausweicht. Ein fliegender Gegner, sowas hatten wir auch noch nicht. Die halten, glaube ich, 5 Schläge aus. Ja, warum auch immer die jetzt mehr Schläge aushalten. Die können übrigens auch den Frontalangriff blocken. Oder besser gesagt nicht blocken, sondern sie weichen dem frontalen Angriff aus. Macht aber im Endeffekt keinen Unterschied. Wir müssen sie trotzdem mit einem Bogenangriff angreifen. Die einzigen, die da nicht ausweichen können, sind tatsächlich die, die nur einen Schlag aushalten. Und da ist es dann auch egal, da brauchen wir dann auch nicht taktisch zu kämpfen. Warum seid ihr denn eben nicht mit runtergekommen und habt bei dem Spaß mitgemacht? Das wäre doch was gewesen. Aber nein, so braucht ihr wieder die Extra-Behandlung, die Extra-Wurst und ich muss mich um euch alleine kümmern. Ich muss los, mein Dirndl anziehen. Du musst los, dein Dirndl anziehen, ja klar. Moment, erstmal werden wir hier noch die Schweine kaputt machen. Wir sehen, der wartet da unten. Der wartet auf uns. Oh, jetzt hat er es gemacht. So, was ist denn das? Das ist keine Superkraft. Wir gehen mal noch näher ran. Das ist ein Schuh. Ja. Jetzt völlig ohne irgendwie einen Witz machen zu wollen oder einen Wortwitz oder sonst was. Das ist ein Schuh. Und ich weiß ja nicht warum. Und das macht nicht wirklich Sinn. Aber wir machen es einfach mal. So, wir sind klein geworden und müssen jetzt den Schuh einholen. Wir müssen den Schuh rammen. Warum auch immer. Wir haben einen Boost, einen kurzzeitigen. Und damit müssen wir den Schuh treffen. So, und wenn wir den getroffen haben, den Schuh, dreimal mit dem Boost oder öfter ohne Boost, dann bekommen wir eine Superkraft. Es ist ultra schräg, total absurd. Warum würde man in seinem Schuh fahren? Was macht das für einen Sinn? Ich kann es nicht wirklich verstehen, aber es ist tatsächlich im späteren Verlauf des Landes der wandelnden Seelen ein relativ wichtiges Gameplay-Element, was man braucht, ansonsten wäre man nicht weitergekommen. Also das... Ach, na komm schon. Oh, meine Güte. Also ist hier überhaupt keine Zeit. Der Schuh wird uns nicht angreifen. Und der kann uns auch überhaupt nichts anhaben. Wir bekommen nur Minuspunkte, wenn wir ihn nicht treffen. Also wenn wir gegen die Wand fahren mit Boost. Aber so haben wir es jetzt geschafft. Und da haben wir die rote Superkraft, die wir brauchen, um oben die Tür einzuschlagen. Also man musste es machen. Das war jetzt nichts Optionales, nichts Lustiges. Sondern es war tatsächlich nötig. Bam! 10 Punkte bekommt man nur für so eine verdammte Tür. Ich hätte erst gedacht, da gibt es mehr. Übrigens hatte ich eben drüber gequatscht, aber André hatte gefurzt und sagte, es ist der Druckausgleich. Eigentlich nicht doof. Tut mir leid. Tut mir aufrichtig leid. Das ist nur ein Videospiel, das ist nur ein Videospiel. Ja, da hast du recht, Globox. Das ist aber eine sehr schwere Stelle. Und die erste Stelle im Spiel, als ich es das erste Mal gespielt habe, wo ich wirklich hängen geblieben bin. Ich mag die Kamera, wie sie so auf dem Boden kratzt. Gefällt mir tatsächlich recht gut. Ich bin mir auch gar nicht so sicher, warum ich hier immer versagt habe. Aber es ist eine Stelle, die mich tatsächlich das Fürchten hat lehren lassen. Und in der ich oft gestorben bin. Ich weiß nicht, ob man es jetzt noch so recht nachvollziehen kann. Das waren jetzt die drei Gegner, das war's aber noch nicht. Da kommen nämlich noch mehr. Und das war's, glaube ich, auch noch nicht. Ich bin der Meinung, mein größtes Problem lag da einfach vielleicht in der ungewohnten Kamera und dann in dem Gegner, der da oben drauf steht. Und ich war, glaube ich, nicht nah genug dran, um ihn tatsächlich ins Visier zu bekommen. Und dadurch stand er da praktisch für immer. Ja, weiß ich nicht. Ist jetzt schon vorbei.
Ich weiß nur, als ich es das erste Mal gespielt habe, keine Ahnung, wahrscheinlich Anno 2003 oder so, als es rauskam, da hatte ich mit dieser Stelle echt Probleme. Was ich aber nach wie vor richtig cool finde, ist dieser... Keine Ahnung, das ist ja sogar so eine Kriegssirene, wa? Bei einschlagenden Atombomben oder so. Wenn die kurz vorm Einschlagen sind oder sowas, wenn sie gerade ankommen, vom Radar gesichtet wurden oder so. Dass die Leute von der Straße runter sollen. Vielleicht ist es auch ein amerikanisches Ding, aber irgendwie ist das irgendwas. Auf jeden Fall finde ich diesen Sound sehr cool. Ja, hier Luftballons. Eigentlich eine nette Sache, so wie Globox Röpser ist schon mal eine gewisse Aufwertung, dass man nicht mehr auf seinen Röpsern hüpfen muss, aber gehen halt kaputt. Respawnen aber wieder. Also auch kein Problem. Kleiner Kleinling, komm her du. Wir brauchen schon wieder nur drei. Es gibt viele Käfige hier. Ich muss los. Die Frikadellen hochspringen. Ich habe nicht verstanden, was er gesagt hat. Ich habe es überhaupt nicht verstanden. Wir werden jetzt einfach mal hier rüber gehen. Oh, und hier kann man jetzt wunderbar dieses Greifen sehen. Wir können uns auch perfekt drehen. Das ist absolut kein Problem. Einfach drehen. Eigentlich kann man sich hier perfekt... Oh! Jetzt ist mir die Superkraft ausgegangen. Na, ganz großartig. Also, eigentlich kann man sich daran wunderbar drehen und dann wieder rückwärts zurückspringen. Aber ihr habt gesehen, wie ich das meinte, schon vor einigen Episoden, dass man zugreifen kann, ohne abzuspringen. Und ich weiß, ich sage sowas oft. Und wahrscheinlich kommt ihr euch schon so vor, als ob ich denke, ihr seid Idioten, weil ich das so oft sage. Aber wenn ich sowas sage, dann einfach nur, weil ich es ganz toll finde. Es unterscheidet sich einfach ganz gravierend vom zweiten Teil. Und wir werden noch zu einer Sequenz kommen. Da gibt es noch deutlich mehr von diesen Greifarmen und wir werden... Was ist das denn? Da kommt man nicht ran? Verarsch mich doch nicht. Ich muss hier zurückspringen, um da ranzukommen. Das hätte man aber im Testen eigentlich merken müssen und dass das doof ist. Und dass man das doch lieber nicht möchte. Hätte ich zumindest gesagt. Ey, was ist denn das? Da muss man wieder zurückspringen. Das sieht einfach ungewollt aus. So eine von den Sachen, wo man sagt, okay, könnte jetzt gewollt sein, aber es sieht ungewollt aus. Globox, wusstest du, dass deine Leber köstlich aussieht? Mit Brot und einem guten Rotwein? Ich weiß nicht, ob es intelligent wäre für... ob es intelligent wäre und günstig oder erstrebenswert für André, wenn er Globox töten würde, indem er seine Leber isst, wie er es gerade angedroht hat, oder indem er seinen Darm aufsaugt wie eine Nudel. Ich weiß nicht, ob das erstrebenswert wäre, dieses Ziel für André. Wenn Globox stirbt, was passiert dann? Nehmen wir mal an, dass André Globox frisst und ihn dadurch tötet. Dann ist er ja ein... Also dann würde er auch Globox Fleisch essen. Dann hätte er ziemlich lange Nahrung. Und dann könnte er sich durch seinen Körper durchfressen und wäre dann frei. Was willst du denn? Das ist ein sehr absurder Gegner. Solange wie wir ihn hier beschäftigen, kann er keine kleinen Viecher spawnen. Weil die kommen auf uns zu und explodieren. Das ist ein einziger Angriff. Ansonsten müssen wir hier so einen Rechts-Links-Schlag machen oder einmal vorne, damit er das nicht abblocken kann. Ah, na komm schon. Das ist tatsächlich gar nicht so einfach. In einem Gerangel könnte das knifflig werden. Schon wieder! Mein Globox, du kriegst aber ganz schön viel von dem Zeug heute. Also in der Welt ist ziemlich viel vorhanden. Ha, sogar zwei Rülpser. Eigentlich ist es ja gar kein Rülpser, sondern ein Schluckauf, ne? Egal. Was soll's. Jetzt steht er da. Moment, ist hier noch irgendwas? Nee, warum ist denn hier nichts? Globox? Geht's dir gut? Oh, das erleichtert. Ja, das ist doch... Ich will gar nicht wissen, was du eben getan hast. Okay? Behalt das einfach für dich. Ha! Ein Käfig. In dem bin ich auch wieder fast vorbeigelaufen. Oh, ich muss los, meine Haare waschen. Ja, mach das mal. Das hilft bestimmt. Wie die das sagen. Ja, ich muss los, meine Haare waschen. Oh, ein neuer Gegner. Und zwar zum ersten Mal ein passiver Gegner. Ein Gegner, der seine anderen Gegnerkumpels schützt. Deshalb müssen wir den Zauberer hier zuerst besiegen. Ansonsten kommen wir an diese Hoodlums nicht ran. Das ist obercool.
Ich liebe diese Mechanik. Aus irgendeinem Grund hält der vier Schläge aus. Ich weiß doch gar nicht, warum ich das alles noch weiß, aber er hält halt direkt vier Schläge aus. Ich finde schade, dass die Kamera wieder runtergeht und nicht in der Vogelperspektive bleibt, wenn man ihn besiegt hat, weil die fand ich echt cool. Man hatte tolle Übersicht. An der Stelle bin ich übrigens auch öfter gestorben damals. Aber jetzt ist die Übersicht wieder da, weil der Typ oben mit seinen Granaten gekommen ist. Und die sind tatsächlich relativ schwierig einzuschätzen, weil die immer wieder mal so ein bisschen hüpfen und dann rollen sie und dann bleiben sie liegen und sie explodieren erst nach ziemlich langer Zeit. Und das ist kontraintuitiv. Ist das ein Wort? Ich hoffe, das ist ein Wort. Weil man erwartet, die explodieren schnell, aber sie explodieren nicht schnell. Was ja eigentlich für den Spieler gut ist, weil er lange Zeit hat, um auszuweichen. Aber man erwartet, hoppala, man erwartet, dass man nicht lange Zeit hat, aber man hat lange Zeit. Und das ist nicht gut für den Spieler, wenn er die eine Sache erwartet und eine andere passiert. Das ist nicht gut.